Ja, servus zusammen, zurück zu einem weiteren Gameplay hier in God of War. In der Zwischenzeit war ich ein bisschen unterwegs, habe noch mal ein bisschen im Hintergrund geschaut, ob wir irgendwo noch ein bisschen was vergessen haben an Material. Das habe ich soweit noch gefunden. Und wir machen jetzt hier in dieser, ja, in diesem Gebäude, in dieser Festung, in dieser Burg, was auch immer das jetzt hier ist, machen wir weiter. So, anscheinend sollen wir hier lang. Und dann schauen wir doch mal, wie das Ganze hier zu funktionieren hat. Vermutlich müssen wir das irgendwie hochziehen. Weil hier hat es ja entsprechend Ketten. Ah ja, alles klar. Okay. Okay. Festgefroren. Okay, was ist denn hier? Können wir das schon holen? Ah ja. Und noch mehr Hacksilber. So. Dann mal weiter. Also... Sehr schön, wenn er sich freut. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ja, was er immer glaubt. Ich bin doch der Erwachsene von uns beiden. So. Noch mehr Hacksilber. Was da oben zu sein scheint. Gehen wir erstmal da hoch. Okay. Mal schauen, ob wir irgendwas noch Interessantes hier sehen. Also da geht es auf jeden Fall hoch. Hier hinten ist nichts. So, das brauchen wir eigentlich jetzt im Moment nicht. Okay. Können wir da irgendwas tun? Irgendwas zerlegen, zerschießen? Ah ja. Ich glaube, das ist nicht ganz so gut. So. Axt zurückrufen. So. Was gibt's auf der Seite? Da waren wir ja schon drin. Gut, gehen wir einfach mal da hoch. Okay. Die Riesenwölfe, die Sonne und Mond jagen. Wo kommen sie her? Wie kamen sie da hoch? Was passiert da am Ende? Sie fressen Sonne und Mond und dann kämpfen alle? Mhm. Okay, sehr schön. Da machen wir doch schnell mal einen Screenshot. Schön bunt, schön groß, sehr schön. Und weiter geht's. Ich glaube, jetzt haben wir ja alles gefunden. Dann laufen wir jetzt mal zurück und folgen dem Jungen. Denn er scheint ja auch zu wissen, wo es lang geht. Ja, also wie gesagt, das bringt im Moment nichts. Wir sind voll aufgeladen. Sieh nur! Warte auf mein Zeichen. Ganz ruhig. Betrachte ihn nicht als ein Tier. Er ist einfach nur ein Ziel. Mach deinen Kopf frei.
Ziele ganz ruhig und atme ein. Ausatmen und loslassen. Ich hab ihn. Gut. Er lebt noch. Dein Messer. Nein, bring es selbst zu Ende. Ich kann nicht. Oha! Oh, da schnappt sich einer unsere Beute. Kämpfen wir etwa? Wir haben keine Wahl. Okay, dann versuchen wir unser Glück mit den Pfeilen von Atreus. Oh ja. Und weg. Töte ihn!
Na, wo ist die Axt? So, und da noch einen. Nein. Jetzt, oder? Junge, sieh mich an. Erledigt. Du bist nicht bereit. Was? Im Ernst? Aber der Hirsch! Ich hab mich bewiesen! Ich bin bereit! Wir gehen nach Hause. Ich war lange schon nicht mehr krank. Ich kann das. Du bist nicht bereit. Tja, und wenn Papa sagt, man ist nicht bereit, dann ist es wohl auch so. Okay, das war jetzt schon mal gar nicht mal so schlecht. Hier, ein kleiner Bosskampf. Oh, da ist Material, das dürfen wir nicht vergessen. Ich bin bereit. Ich will nichts mehr von dir hören. So, dann nehmen wir ein bisschen was mit. Ja, das war jetzt schon interessant und spannend. Und wie gesagt, ich muss mir erst noch hier ein bisschen an die Controllersteuerung gewöhnen. Ist nicht ganz so trivial für mich, aber das kriegen wir hin. So, was haben wir noch? Anzeigen des Tagebuchs. Aber wir schauen mal hier kurz auf die Karte. Okay. Das heißt, als nächstes müssen wir zum Haus zurückkehren. Den Troll haben wir besiegt. Und wir waren mit Andreas jagen. Also zurück zum Haus. Und dann schauen wir mal, was es dort gibt. Hier lang geht's nach Hause. Mann. So. Nochmal ganz kurz umschauen. Vielleicht finden wir nochmal was. Irgendwo vielleicht eine Truhe oder irgendwas ähnliches. Auf jeden Fall haben wir hier nochmal was. So. Aha. Okay. Hat das hier noch eine Bewandtnis? Nein. Tja, der Hirsch ist natürlich jetzt weg. Aber nun gut. Aha, okay. Okay. Achso, wo sind eigentlich unsere Axt? Ach, komm mal ein bisschen vor wie Thor. Okay. So, sind natürlich noch mehr Kollegen unterwegs. Ja, das mit dieser fliegenden Axt, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Sehr schön. Okay, hier haben wir noch was, hier haben wir noch was. Jede Menge Geld. Gibt es da noch was? Verborgener Auftrag, die Kammer. Nee, das ist es nicht. Okay. Karte aktualisieren, Eingang, verborgene Kammer. Wollen wir noch machen, oder?
kriegst die Türen immer noch nicht auf, hm? Sei still. Okay. Nee, geht noch nicht. Ups. Oh ja, der scheint irgendwie... Okay. Dann müssen wir vermutlich mit ihm so richtig kämpfen, oder? Die Axt ist wirkungslos. Okay. Das heißt... Okay, dann müssen wir halt mit bloßen Händen kämpfen. Okay. Okay, hab's verstanden. Du hast doch gesagt, dass etwas im Wald anders ist. Und ich habe gesagt, du sollst still sein. So, gibt's hier noch etwas? Ja, der Weg nach Hause scheint doch etwas komplizierter zu sein. Achso, die Axt. Aber warum verbrennt ein Feuer Treumutters Garten? Und seit wann kommen Draugar so nah ans Haus? Und was war das gefrorene Ding, das uns angegriffen hat? Ich weiß es nicht. Sei still. Wir sind fast zu Hause. Ins Haus, Junge. Überhaupt nichts. Du warst so zornig. Das Ding wollte uns töten. Und du bist auch wütend im Kampf. Zorn kann eine Waffe sein. Wenn man ihn kontrolliert. Nur dann. Aber du kannst das nicht. Verliert man... Ich war lange nicht mehr krank. Ich fühle mich besser. Na schön. Dann los jetzt. Ich soll dich schlagen? Du sollst es versuchen.
Au! Warum? Versuch's nochmal. Was soll das? Zu langsam. Versuch's nochmal. Hör auf! Schwach. Nochmal. Nochmal. Hör auf! Nochmal! Dein Zorn. Er überwältigt dich. Das wird ein schwerer Weg. Und du, Atreus, bist einfach nicht bereit. Was war das? Still. Los, komm raus! Verstecken bringt dir nichts mehr. Ich weiß, wer du bist. Was will der? Kennst du ihn? Und viel wichtiger, ich weiß, was du bist. Junge, unter dem Boden. Los! Aber ich darf doch da nicht runter. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Wovon redet er? Ich weiß es nicht. Rein da. Sag mir einfach, was ich wissen will. Die Sache muss nicht blutig enden. Ich dachte, du wärst größer. Aber du bist es, eindeutig. Weit weg von zu Hause, oder? Was willst du? Oh, du kennst die Antwort darauf doch bereits. Was immer du auch suchst, ich hab es nicht. Du solltest gehen. Und ich glaubte, dass euer Volk so aufgeklärt wäre. So viel besser als wir. So viel schlauer. Und doch versteckst du dich hier draußen im Wald. Wie ein Feigling. Diesen Kampf willst du nicht. Oh. Oh doch, ich denke schon. Verschwinde. Von hier. Du musst mich schon töten, damit das passiert. Ich hab dich gewarnt. Endlich. Du wolltest nicht hören. Nein. Ich bin dran. Wirklich unglaublich enttäuschend. Na dann komm. Sinnlos. Ja, da werden wir wohl sehr häufig unser Schild benutzen müssen. Geht die Axt? Oh ja. Ah ja, da müssen wir ausweichen. Hilft nichts. Schon alles?
Ups. Vergessen, wie man ein Schild benutzt? Oh ja. Oh ja. Sag, was ich wissen will. Der Schmerz hört auf. Ganz einfach. Wieso sind da drin zwei Betten? Etwa einen wunden Punkt getroffen. Wen versteckst du? Langsam und alt. Du hättest nicht nach Midgard kommen sollen. Na, willst du es noch mal versuchen? Ja, du redest zu viel. Du willst nichts sagen? Na schön! Vielleicht redet ja derjenige mit mir, den du da im Haus versteckt hältst. Wer ist es? Wen soll ich nicht finden? Find mir's heraus. Sinnlos. Langweilt mich immer noch. Was hast du zu verbergen? Du bist ein Narr. Dafür habe ich keine Zeit. Na, jetzt aber. Oha. Da wird der Kollege unterm Stein begraben. Mann, 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 Mann. Das war ja jetzt ganz schön aufregend.
Und dennoch wissen wir nicht, warum er kam und wer er ist. Okay, sehr spannend, sehr spannend. Wo müssen wir hin? Was müssen wir als nächstes tun? Aha. Sollen wir dahin laufen? Wir können immer nur um den Stein herumlaufen. Wo sollen wir hin? Nee, da geht's auch nicht lang. Da auch nicht. Theoretisch sollten wir wieder zurück zum Haus. Ja, das geht. Willst du etwa schon gehen? Als Odin mich hierher geschickt hat, brauchte ich bloß Antworten. Aber du bist einfach zu stark. Schleudere, was du hast auf mich. Ich werde nicht aufhören. Der alte Körper wird versagen. Aber bevor ich es zu Ende bringe, solltest du eines wissen. Ich spüre überhaupt nichts hiervon. So, du hast es mit deinen eigenen Augen gesehen. Du kannst mir nichts tun. Nichts kann das. Dieser Kampf ist sinnlos. Deine Gegenwehr ist sinnlos. Es hätte nicht so weit kommen müssen. Jämmerlich! Du kannst nicht siegen. Ich spüre gar nichts. Aber du... Du fühlst alles. Und doch gibst du nicht auf. Ich bin nicht mein Bruder. Und hättest du mir gegeben, was ich wollte, hätte es nicht so enden müssen. Aber nein. Bringen wir das hier zu Ende. Okay. Du kannst mich nicht besiegen. Ich hatte gehofft, dass du mich im Gegensatz zu meinen anderen Gegnern endlich etwas fühlen lassen kannst. Doch kannst du nicht. Tja, ob die Sache jetzt wirklich zu Ende ist.
Tja, nach einem harten, arbeitsreichen Tag ist man leicht erschöpft. Wer war er? Er kannte mich. Kannte er meine Vergangenheit? Wie haben sie mich nach all der Zeit gefunden? Tja, so viele Fragen, die mit Sicherheit im Laufe des Spiels beantwortet werden. Was soll ich tun? Unser Sohn ist noch nicht dazu bereit, meine Asche zum Gipfel des Berges zu tragen. So, ich denke, das ist der richtige Moment für einen Cut. Soweit soll es erstmal wieder gewesen sein mit God of War. Richtig spannend, richtig gut hier diese Kämpfe. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hoffe, euch auch. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder hier zur nächsten Folge God of War bei mir auf dem Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.